Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Marvel's Spuberman. Spibibi, Spabidi, Spu. Geht es weiter? Wir haben in der letzten Folge ein paar Rucksäcke eingesammelt und ein paar Verbrechen machen lassen. Aber einige haben wir es auch nicht machen lassen. Also wir versuchen da ganz 50-50-mäßig niemanden zu diskriminieren. Ein paar müssen auch mal durchkommen, okay? Ansonsten haben die ja dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Ihr müsst es ja so sehen. Verbrecher an sich ist ja auch ein Job, ja. Und wenn man weiß, dass so Verbrecher einfach so eine 0%ige Siegesquote haben, dann wird es auch nicht mehr Verbrecher werden. Und wir wollen ja auch, ich meine, wenn wir jeden fangen würden, hätten die Bullen ja auch nichts mehr zu tun. Von daher müssen wir einige auch davon kommen lassen. Heißt jetzt aber auch nicht automatisch, dass wir uns von denen verprügeln lassen müssen. Also, ja, ne, den einen oder anderen blauen Fleck, den hätte man sich schon ersparen können, aber okay, was auch immer da ist. Der letzte Rucksackhöhe. Hier irgendwo tatsächlich. Ich warte auf den. Da ist der grüne Schimmer. Alles klar. Let's go. Und dann spudeln wir, wie gesagt, noch einmal hier herum. Aber theoretisch dürfte da jetzt nichts mehr kommen. Also wir haben da noch 35.000 Sachen. Und irgendwie dürfen wir die jetzt aber noch nicht einsammeln. Das ist sehr, sehr schade, Moment. Ja, jetzt wieder die Frage nach der Ebene. Ja, also, der ist jetzt da, oder? Ja, da ist er. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Krankenhausrechnung. Ah ja, verstehe, dass du sowas wegwirfst. Ich hoffe, du hast deine GEZ-Rechnung auch weggeworfen. Das würde mich nicht wundern, wenn ihr einfach von diesen, ich sag jetzt einfach mal 100 Rucksäcken, 80 davon GEZ-Beiträge wären. Die würde ich auch alle an deiner Stelle wegwerfen. So. Dann haben wir hier natürlich das Polizeirevier. Was passiert eigentlich, wenn ich da hingehe? Wir können ja mal gucken. Das müssten wir ja jetzt auf der Karte sehen, ne? Das ist nicht unser Hauptziel, also dürfte ich da ja jetzt nicht irgendwie die Story vorantreiben. Mit dieser Handlung. Muss noch auf den Maßstab klarkommen. Manchmal denke ich, dass ich zu schnell bin und dann merke ich kartentechnisch, dass ich noch gar nicht weit gekommen bin. Ja, natürlich sollten wir schauen. Sollten wir unten schauen, ob da ein Eingang ist. Oben wird es ja wohl nicht sein. Was auch immer das war. Entschuldigung. Hattest du etwa Angst vor der Oma oder was? Ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Immer diese Uncharted-Synchronsprecher. Ist mir in letzter Zeit ziemlich oft aufgefallen. Auch bei Final Fantasy VII Remake. Da gab es so viele mit dieser Drake-Stimme. Unfassbar. Und du redest wieder Englisch. Das ist auch ziemlich geil. Hoffentlich hören wir dann auch noch in Zukunft ein paar Japaner. Ja, scheint nicht so, als würde es hier wirklich einen Eingang geben. Wundert mich ja nicht. Wer will denn auch schon die Bullen besuchen? Da hat ja niemand Bock drauf. Okay, ja, dann habe ich... Ich meine, es sind ja auch hier schon 5% in der Kampagne. Also, das ist schon ordentlich. Distriktabschluss, aber nur bei 28%. Was nicht wirklich meine Schuld ist, sondern eure. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir, wobei... Ja komm, lass mal ein bisschen Story machen. Hat jetzt eigentlich nicht vor, noch danach noch eine Folge aufzunehmen, aber okay. Einfach immer schön eine krasse Mission und dann den nächsten Distrikt, oder? Was haltet ihr davon? Klingt doch nett. Klingt doch fair. Es sei denn, die Story-Missionen werden richtig hardcore, dann müssen wir natürlich in Anführungsstrichen ein bisschen leveln. Wobei das Leveln hier eher darauf auf Varianz... Schlechte Abdeckung hier. Was? Ich muss mehr Türme aktivieren. Ja, chill mal. Ist ja jetzt wohl nicht hier meine Aufgabe. Erklär mir nicht, was ich zu tun habe, okay, Spuderman? Konzentrier dich mal aufs Spinnen. Alle Einheiten, Meldungen über Auto. Aber trotzdem kriege ich hier Nachrichten. Was wollte ich gerade sagen? Ja... Diese Level-Ups beziehen sich ja auf Variation, nicht auf wirkliche Aggression quasi, auf hochgelevelte Fähigkeiten. Von daher brauchen wir die auch nicht unbedingt.
Es sei denn, es gibt dann wirklich später Gegner, die wir nur mit einer gewissen Fertigkeit fertig machen können, dann wäre es natürlich ein bisschen doof, aber bis jetzt. Das ist der Central Park, glaube ich, oder? Könnte das sein? Wobei, da ist kein Wasser. Hatte der Central Park nicht so ein bisschen, so ein Brunnen oder sowas? Sah mir jetzt nicht so danach aus. Also da war schon so ein bisschen Wasser, ne? Aber es, ja, was weiß ich. Vielleicht habe ich auch zu viel Rockstar Games gespielt und habe da einen völlig falschen Eindruck davon. Wer weiß das schon? So, da war, da ist wieder was Rotes, aber... Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Ja. Der Anzug hat bessere Tage gesehen. Schätze, ich kann ihn reparieren. Ja, das wollten wir doch jetzt eh tun, oder? Ich glaube, das ist das, was wir jetzt machen. Gib mir nicht das Gefühl, ich würde hier irgendwas falsch machen. Das ist ganz, ganz schlecht für meine Psyche. Aber nee, dann hätten wir in sein Apartment gehen müssen, oder? Das hier ist ja nicht sein Wohnort. Na, egal. Wird schon passen. Ist das nicht wieder das Labor? Ja. Das hattest du vorher nicht an, oder? Wie viel Oberteile hast du bitte mitgenommen? Er war wahrscheinlich in eines der Rücksäcke, ne? Das würde Sinn machen. Wobei, nee, wir haben ja immer eine Erklärung bekommen, was da drin war. Zum Beispiel irgendwie... Anscheinend ist Doc schon weg. Krankenversicherung oder sowas. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Vielleicht hat er sich ja aus der Krankenhausrechnung ein T-Shirt gesponnen. Wer weiß. Kann ich jetzt hier wieder irgendwas machen? Ah ja, das war ja das, genau. Ja, verfügbar, aber... Diese Station ermöglicht dir an Spektrograph-Projekten zu arbeiten. Moment, ist das was Neues? Ja, die EP und Belohnungen, ja. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden wir... Ja, das hatten wir doch alles schon. Aber nee, es muss ja irgendwas Neues sein, oder? Da steht ja nicht abgeschlossen oder so. Unbekannte Substanz gefunden. Hm. Was wollte Doc denn damit? Hat er das nicht gespeichert? Komisch. Also, der passt dahin. Der passt dahin und der passt dahin. Huch. Okay. Dann der. Ja. Wunderbar. Dieses Schwarze da in den Untertiteln, das kommt nur bei dem Bildschirm hier, ne? Dachte, ich hätte das eingestellt. Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Bei manchen unbekannten Substanzen müssen mehrere Fragmente übereinander gestapelt werden zum Fortfahren. Wenn zwei... Ja, also quasi... Das überlappt dann. Und dementsprechend wird's dann größer, schon klar. Finde ich aber süß, wie sie das dann immer so... mit diesen Wissenschaftsbegriffen... realistisch darstellen wollen. Ja, und da werde ich dann einfach... Überlappen, ja. Wir brauchen quasi dasselbe, oder? Nur, dass dann der Strich ein bisschen daneben ist. Ja, genau. Oder wenn ich jetzt den nehme, nee, dann ist das auch... Ja, es ist schon jetzt ein bisschen schwerer. Wir könnten den nehmen. Oder generell kann es auch einfach sein, dass der Strich nicht passt. Na, guck mal, das hier, das... Ja, das passt auch nicht. Ja, das passt generell nicht. Ja, dann ist das schon okay. Es ist ja auch egal, ob ich es oben oder unten mache, ne? Also, wir gucken uns das Bild an und suchen dann einfach dasselbe nochmal aus, würde ich jetzt vorschlagen. Bloß das in der Mitte, das muss halt... Aber... Okay. Notfalls kann ich auch einfach den hier machen. Ich teste einfach alle aus. Wie sieht's damit aus? Das wird's nicht sein. Den hatten wir, glaube ich, schon. Und der eine... Ja, nee, das... Ja, aber... Hä? Hatte ich jetzt nicht alle? Das muss doch aber... Irgendeins muss doch passen.
Oder es ist doch wichtig, wie rum ich es mache. Ja, egal, wir können ja auch erstmal die anderen machen. Hier beispielsweise. Ja, da würde ich sagen, dass das... Nee, okay. Die zwei daneben. Die beiden hier. Ja. So, und bei dem würde ich die beiden nehmen. Hab mit dem schwersten angefangen, ne? Und natürlich den, wobei der auf der anderen Seite ist, genau. Kann ich die Dinger drehen? Bewegen? Nee. Also bewegen ja mit dem Stick, aber das wäre jetzt natürlich Premium gewesen, aber nee. Moment, was? Es ist ja... Habe ich jetzt was verändert? Nee. Ja, scheinbar doch. Einfach eine andere Kombi nehmen, oder? Ich habe die beiden. Ja, die beiden passen jetzt. Ja, okay. Ich hatte mich da anscheinend zu sehr auf dieses eine Bild versteift. Sorry. Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebe-Interface. Ja, sehe ich genauso. Gut, nächstes. Analysiert. Was wollte Doc denn damit? Manche Fragmente enthalten subtraktive Linien. Wenn eine subtraktive Linie eine Observationslinie überschneidet, haben sie sich... Ja, die hier. Okay. Das heißt, wir machen absichtlich zu viel, um dann was wegzumachen. Habe ich das richtig verstanden? Beispielsweise können wir den nehmen, wobei... Ja. Wir können den nehmen und dann machen wir den so weg. Ja, kapiert. Und da... Da müsste ich einen... Dann nehme ich den und dann nehme ich den. Zack. Und hier... Ja, natürlich. Was soll ich denn sonst auch nehmen? Zack. Tada! Sehr leitfähig. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Ja, vielleicht eine Persönlichkeitsstörung oder sowas. Nächstes. Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Der da braucht sogar drei. Wobei das hier... Nee, das sind zwei dicke, ne? Wir haben nicht einen Dreier. Da brauche ich die beiden daneben. Ich würde erstmal mit dem da anfangen. Und da... Ja, aber der ist halt doch auf der anderen Seite. Aber ich habe einen zum Wegmachen. Haben wir hier einen Dreier? Nee. Da habe ich einen Einer, aber das ist doch... Ist halt irgendwie da. Aber wir könnten jetzt vielleicht den nehmen? Nee, auch nicht. Wie gesagt, ich versteife mich schon wieder. Achso, da ist ja ein Dreier drin. Das heißt, das steht schon mal fest, dass der da reinkommt. Ist ja ganz klar. Und dann... Nee. Nehme ich den. Oder? So, ja klar. Nee, können wir das bitte nochmal wegmachen? Jetzt verwirrt mich das. Was mich, wie gesagt, irritiert ist, also es ist schon so aufgebaut, ne? Also beispielsweise hier sehen wir, die beiden Striche sind links. So, und wir haben jetzt hier zwei Striche rechts. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich spiegelverkehrt denken muss, oder? Also die beiden sind dann schon rechts, genau. Das wäre ja nämlich noch verwirrender. Dann nehmen wir die. Nee, der ist mir zu weit da gewesen. Zwei Striche. Wie gesagt, der hier ist ja dann der rechte, genau. Und dann könnte ich die beiden. Nee. Auch scheiße. Oh nee, okay, das wird nichts. Wir nehmen erstmal die anderen.
Und das ist natürlich einfacher, ist ja klar. So, hier, zack. Nee, Moment, nein, 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 ich wollte das... Na, wieso? Ich möchte, dass du das da... Welchen hatte ich jetzt nochmal? Da, nee, pack den da drunter. Dankeschön, mein Gott. So, und die hier, das ist auch klar. So. Hallo? Wieso passiert mir das immer? So. Ja, dann ist es ja jetzt eigentlich auch klar, oder? Ja, weil... Genau, weil er den ja wegmacht. Aber das Ding ist halt, dass ich... So perspektivisch gesehen... Weil, guckt mal, wenn ich das jetzt hier so drüber mache... Ja? Guck, das passt nicht. Es ist nicht ganz genau so, weil das... Weil der Bereich hier auch größer ist. Das ist nicht hundertprozentig akkurat, aber okay. Wir haben es hier geschafft. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Und dann haben wir es hier soweit. Bums für vollständigen Abschluss, ja. Haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Was ist das? Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Also wenn sich das alles auf das bezieht, was da eben vor 2-3 Folgen hochgebombt wurde, dann glaube ich echt, dass wir ihm gerade seinen Schurkenanzug zusammenbauen. Was natürlich noch keiner weiß hier in der Geschichte. Wahrscheinlich niemand davon ausgeht, dass er böse wird. Was ist das nochmal? Das war dieses Hacker-Dingsbumsies, ne? Glaub schon. Ja, vielleicht schaffen wir die ja alle, wenn wir gut sind. Also jetzt noch. Ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Da müssen wir dann einmal rum, ne? Weil wir die ja nicht wegmachen können. Huch, nein, 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 nein. Ja, stimmt, wir können notfalls, wenn wir es auch überhaupt nicht raffen, können wir ja auch immer cheaten. Das ist doch mal schön zu wissen. Da so rum. Jetzt muss ich ein bisschen mit den Tasten umdenken. Ist eine leicht veränderte Steuerung. Und zack. Zwei noch. Cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Sorry, dass ich da gerade so ein bisschen in die Textbox gegrätscht habe. Zielspannung, 4 brauchen wir. Denk dran, in der Mitte steht die Spannung. Die Spannung kann aber nicht an anderen Stellen eingestellt werden, ne? Okay. Naja, Schritt für Schritt. Also wir machen erstmal natürlich den da rein oder auch nicht. Den anderen. Ja, so. Also ich brauche 4. Kann ich dann nicht einfach... Dann müsste ich doch einfach nur das hier machen, oder? So. Kann ich die Dinger drehen? Nee. Ja, Moment. Nee, das macht doch aber... Ja, doch, das muss ja so sein. Warte mal. Nee, eben nicht. Also, doch, wir brauchen halt 2 Zweier, weil ich kann da das nicht so bauen. Aber wir haben nur 1 Zweier. Da müssen wir da mit dem Minus hin. Okay, im Moment, wie kriege ich den jetzt da rüber? Ach so. Ich bin bescheuert. Ja. Am Moment, der geht ja nicht. So geht er. So. 4. Ja, und dann baue ich den einfach so rum. Genau. Manchmal suche ich auch Komplexitäten, wo keine sind. So.
Aber Moment, nee, das ist ja verschlossen. Und manchmal finde ich die Komplexitäten dann doch. Ich muss die aber nehmen, oder? Ja. Oder nicht? Hätte ich auch so rumbauen können? Also so und dann so? Wir machen den erstmal. Moment, ist das... Das war meins. Okay. Wir ballern den erstmal da rein. So. Deswegen haben wir ja auch so viele davon. So kommen wir dahin. Dann machen wir den Fünfer. Zack. Zack. Und fertig, ja. Okay. Fertig. Jetzt können Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Geil. Okay, eins noch. Ui. Doc versucht den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Sieht spontan schwierig aus. 8 brauchen wir. Da haben wir minus 1 und minus 2. Also erstmal baller ich natürlich die... Wobei, nein, Quatsch. Nicht immer drauf losballern. Erstmal. Aber wieso eigentlich? Macht doch gar keinen Sinn. Da komme ich doch... Geht doch gar nicht weiter. Hä? Es geht doch... Guck mal, es geht doch gar nicht, oder? Ah, ja, nee, ich habe vergessen, dass ich sie drehen kann. Auch die Minuspole kann man drehen, na klar. Wir brauchen 8, wir brauchen 8. Also erstmal haben wir hier minus 1, ist ja ganz klar. Ich muss da schon eine ordentliche Kurve nehmen, oder? Wenn ich das jetzt so mache. So. Dann habe ich den nicht mitgenommen. Was habe ich denn hier? Ich hab 2 Vierer. Dann passt es doch. Ah, nee. Moment, was? Ja, weil da mir einer abgezogen wird. Habe ich auch einen Dreier? Ich habe einen Fünfer. Was sagst du dazu, ne? Wow. Aber man hätte... Viel effizienter. Und vermutlich sicherer. Man hätte das bestimmt auch irgendwie so rumbauen können, ne? Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, was ist für heute mit Let's Play... Marvels Spuderman. Erstmal wieder. Nein! Ich wollte speichern. Ich habe irgendwie alles gedrückt und nicht das, was ich sollte. Hä? Nee, geh raus. Bist du jetzt zweimal da reingegangen? So, hier. Und dann. Manuelles Speichern. Ja. Dann könnt ihr auch nochmal hier schön das Datum sehen. Glaube ich zumindest. Oder muss ich dann nochmal separat drauf? Nee, oder? Scheiße, ich muss nochmal raufklicken. So, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.